Hi, hier ist Christian und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, bei dem ich euch 5 Gründe nennen werde, die gegen einen Kauf des Samsung Galaxy S10 Plus sprechen. Punkt Nummer 1 betrifft die Ergonomie und hier werdet ihr schon direkt nach einigen Minuten feststellen oder vielmehr vielleicht sogar schon direkt nach dem Unboxing feststellen, dass die Power-Taste auf der rechten Seite, aber auch die Lautstärkewippe auf der linken Seite deutlich zu hoch positioniert wurden, sodass selbst ich mit meinen großen Patschen weder an die Lautstärkewippe komme noch an den Ein- und Ausschalter. Das ist vor allem dann immer wichtig, wenn ich zum Beispiel über den Powerbutton das Gerät sperren möchte, auf der anderen Seite aber über die Lautstärkewippe zum Beispiel Selfie-Aufnahmen mit der Frontkamera durchführen möchte. Es geht in diesem Kapitel aber auch noch weiter und zwar mit dem Fingerabdrucksensor, der sich ja jetzt im Display befindet. Meiner Meinung nach sitzt er einfach zu weit unten, also zu nah am unteren Gehäuserahmen, sodass ich mit meinem Daumen immer eine kleine Fingerakrobatik hinlegen muss, um überhaupt diesen Fingerabdrucksensor zu erreichen. Der hätte einige Zentimeter weiter nach oben gemusst, sodass ich das Gerät auch nicht umgreifen muss. Denn wenn ich es umgreife, kann es natürlich passieren, dass es kopflastig wird und dann zu Boden fällt. Im dritten Punkt möchte ich aber auch noch die generelle Breite ansprechen, denn mit 74,1 mm ist es gegenüber des Huawei Mate 20 Pro mit einer Breite von 72,3 mm fast 2 mm breiter, was man in der täglichen Handhabung auch merkt und für mich subjektiv kein Kaufgrund ist. Punkt 2 betrifft die Sicherheit und hier gibt es genau zwei Faktoren. Zum einen Face Scan, also die Gesichtsentsperrung, die über die Frontkamera auf der Vorderseite realisiert wird und zum anderen den eben bereits erwähnten Fingerabdruckleser. Face Scan, also die Gesichtsentsperrung, funktioniert nur über die Frontkamera. Es gibt keinen 3D-Scanner, keinen Infrarotsensor, der euch ein 3D-Abbild eures Gesichtes erstellt, sondern im Grunde genommen reicht eine einfache Fotokopie oder ein einfaches Foto aus, um diese Frontkamera, um diese Gesichtsentsperrung zu überlisten. Und was auch noch hinzukommt und was ich in den letzten Tagen immer wieder festgestellt habe, auch wenn es selbst noch so dunkel ist, das Gerät wird über die Frontkamera entsperrt. Da frage ich mich, was kann die Kamera bei fast absoluter Dunkelheit und nur noch Bestrahlung zum Beispiel von einem Autoradio überhaupt von meinem Gesicht erkennen, dass eben genügend Merkmale vorliegen, dass es eben entsperren kann. Und auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel meinen Kopf nach unten bewege und fast nur die Haare im Bild sind, entsperrt das Gerät auch, was für mich darauf hindeutet, dass das Teil nicht wirklich sicher ist. Auf der anderen Seite gibt es ja auch noch den Fingerabdrucksensor, den ich eben ja schon mal aufgrund der Positionierung angesprochen habe. Aber hier gibt es noch zwei weitere Punkte, die mich stören. Nämlich zum einen die Schnelligkeit, auf der anderen Seite aber auch die Zuverlässigkeit. Denn teilweise musste ich 2 bis 3 Mal meinen Finger auflegen, damit das Gerät überhaupt entsperrt. Und wenn es entsperrt, dann mit einer deutlichen Display-Einschaltzeit. Und hier frage ich mich dann tatsächlich, was hat Samsung in den letzten paar Monaten gemacht, zumal es doch andere Hersteller gibt, wie zum Beispiel OnePlus mit dem 6T oder auch Xiaomi mit dem Mi 9, die das doch deutlich besser hinbekommen. Punkt Nummer 3 ist der Akku. Für mich ein extrem wichtiger Punkt, denn vor dem Kauf war ich wirklich extrem gehypt auf das Gerät und was die amerikanischen Kollegen versprochen haben oder auch vielmehr in ihren Testberichten angepriesen haben, war die Akkulaufzeit des Galaxy S10 Plus. Denn mit 4100 mAh ist er nicht nur fast so groß wie der des Huawei Mate 20 Pro, sondern ich habe auch Laufzeiten von locker 1,5 Tagen erwartet, was in der Regel aber nicht realisierbar ist. Und da werden mich sehr, sehr viele Kollegen auch hier in Deutschland unterstützen, denn Laufzeiten von einem Tag bei einer Display-On-Time von ungefähr 4 bis 4,5 Stunden sind keine Seltenheit, sodass man teilweise, wenn man das Gerät stärker nutzt, auch zwischendurch nochmals an die Steckdose muss und was nicht wirklich normal ist für einen Akku in dieser Größe. Spricht natürlich einiges gegen den Exynos, der in diesem Gerät verbaut wurde, also gegen den Prozessor. Die amerikanischen Kollegen haben die Snapdragon-Variante, dort dürfte es doch deutlich besser funktionieren, aber egal welche CPU verbaut wurde, für mich ist die Akkulaufzeit hier deutlich zu schlecht. Der vierte Punkt betrifft die Kamera. Die Kamera nicht im Allgemeinen, sondern nur ein Punkt der Kamera, nämlich die Lowlight-Eigenschaften. Und wenn man sich vor Augen hält, dass Samsung mit dem Galaxy S7, aber vor allem mit dem Galaxy S8 und auch noch mit dem Galaxy S9 teilweise Bestmarken gesetzt haben, was nicht nur die normale Fotografie und auch die Videofotografie betrifft, sondern vor allem auch die Lowlight-Fotografie, so muss man sich fragen, was man beim Galaxy S10 verbessert hat, denn außer einer Weitwinkellinse sind im Grunde genommen die Aufnahmen ähnlich denen des Galaxy S8 oder auch Galaxy S9 und noch lange nicht auf dem Level wie von den Mitbewerbern aus dem Hause Apple oder aus dem Hause Huawei, die nicht nur teilweise 6, sondern sogar bis zu einem Jahr Vorsprung haben vor der Kamera des Galaxy S10 Plus,
So, das ist für mich, wenn ich tatsächlich auf der Suche bin nach einem guten Lowlight-Smartphone, nicht nach dem Galaxy S10 Plus greifen würde, sondern eher bei Apple gucke bzw. bei Huawei. Last but not least und damit der letzte Punkt, die Software und auch hier wieder nur ein kleiner Teilbereich. Das Galaxy S10 Plus, aber auch das Galaxy S10 verfügt über eine Handballerkennung bzw. über eine Erkennung von ungewünschten Eingaben. Bedeutet, aufgrund der Größe kann man es leider nicht immer verhindern, dass nicht nur der Finger, mit dem man das Gerät bedienen möchte, auf dem Display landet, sondern zum Beispiel beim Halten auch der Handball. Am Anfang dachte ich mir so, was macht das Display gerade? Es öffnet eine App, es springt eine Seite zurück oder eine Seite vor. Bis ich dann festgestellt habe, nach dem 7. oder 8. Mal, es ist mein Handballen, der ungewollte Ausführungen auf dem Display vornimmt. Obwohl ich den Punkt Handballenerkennung oder ungewünschte Ausführungen auf dem Display verhindern in den Einstellungen auch eingestellt habe. Das heißt, hier gibt es noch ein Software-Update oder hier sollte ein Software-Update erfolgen, was eben das besser unterdrückt. Aber mit Stand jetzt, also März 2019, ist das wirklich ärgerlich, da ich teilweise Interaktionen auf dem Gerät vornehme, die ich eigentlich so nicht vorhabe. Der nächste Punkt ist die One UI, das ist Samsungs eigene Oberfläche, die ist einfacher geworden, die ist schicker geworden, die ist schlichter geworden. Im Grunde genommen gefällt mir das auch richtig gut. Wenn ich zum Beispiel die Schnelleinstellung herunterziehe, sieht man dann ganz oben nur die Uhrzeit. Die Schnelleinstellung, also die Quick Toggles, sind im unteren Bereich, sodass ich auch hier ohne Probleme mit dem Daumen an die Schnelleinstellung herankomme. Das funktioniert gut, das ist wirklich gut durchdacht. Wenn ich dann allerdings auf die Startseite gehe, eine Ordnerstruktur öffne, werden mir die Apps wieder oben gruppiert, wo ich mich dann frage, was hat es eigentlich für einen Sinn, wenn ich bestimmte Bereiche der One UI nach unten verschiebe, wenn ich andere Bereiche komplett vernachlässige und einfach oben darstelle. Für mich ist die One UI wirklich eine sehr schlüssige UI, die auch zukunftsfähig ist, allerdings nicht bis ins Letzte durchdacht. Das waren also meine 5 Gründe gegen das Samsung Galaxy S10 Plus mit Stand März 2019, wobei ich fairerweise natürlich auch dazu sagen muss, dass es bestimmte Bereiche gibt, wie zum Beispiel Lowlight-Fotografie, Akkulaufzeit oder auch die Software-Dinger, die natürlich auch mit zukünftigen Updates etwas besser gefixt werden können. Auf der anderen Seite bleiben aber auch Punkte wie die Ergonomie oder die Platzierung des Fingerabdrucksensors, die einfach Fakt sind und für mich nicht für das Samsung Galaxy S10 Plus sprechen. Damit bin ich am Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich natürlich über Kommentare, Kritik, nicht nur zum Video, sondern auch vielleicht zum Galaxy S10 Plus freuen. Von daher lasst uns fair unterhalb des Videos diskutieren und kommentieren. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns in den zukünftigen Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und ciao.